Grüezi, liebe Zuschauer. Für unsere heutige Stadt- und Landsendung sind wir wieder mal mit Kamera und Mikrofon ein bisschen neben draussen gefahren. Und zwar das mal ins Berner Oberland, in ein bekanntes Kurort. Nun, in diesem Kurort da wird in der Regel moderne Pop- und Beatmusik gemacht. Man braucht dazu einen Haufen Verstärker und Lautsprecher, wenn man es da hinten sehen. Aber wir wollen natürlich in dieser volkstümlichen Sendung wieder Musik auf alte Art bieten, Formationen vorstellen, die keinen eigenen Elektriker oder Elektroniker brauchen und die ohne technische Krücken auskommen. Wir wollen dabei auch gerade ein paar Wünsche erfüllen. Erstens einmal den, dass wir Berner Kapellen vorstellen, und zwar derjenige, die von Schallplatten und Radio her bekannt sind und die Sie vielleicht gerne mal auf dem Bildschirm sehen. Und der zweite Wunsch ist eigentlich rein musikalischer Natur. Wir bekommen immer wieder Briefe über, wir sollen doch Länderkapellen spielen ohne Klavier. Und für das Mal soll das Gültigkeit haben. Und ich verspreche Ihnen hoch und heilig, der Ton ist der letzte Ton auf dem Klavier, den Sie jetzt während dem Programm werden zu hören bekommen. Nun, Musik nach alter Mode, habe ich gesagt. Wir fangen nach uralter Mode an, nämlich mit der Emmentaler Hausmusik mit dem Max Weilemann mit seinen Langnauer-Hörgeli. Schottisch hat die Emmentaler Hausmusik mit einem Langnauer-Örgeli gespielt. Wie es der Name schon sagt, sind die kleinen, einfachen, fast hätte ich gesagt primitiven Instrumente zu Langnau im Emmental gebaut worden. Es war der Gottfried Hermann, der etwa im Jahr 1850 zusammen mit seinem Bruder Ferdinand die ersten Langnauerli gemacht hat. Später hat auch sein Sohn, der Johann Ulrich Hermann, mitgeholfen und heute gehören die alten Instrumente zu den ganz seltenen, gesuchten Raritäten. Thank you.
Ein Hämpfchen von den bekanntesten und beliebtesten Volksmusikanten aus dem Berngebiet haben wir ihnen am Anfang versprochen. Und zu denen gehört ganz sicher der Lorenz Giovanelli. Ihn und seine Kollegen treffen wir im Dörfli Gimmelwald, gerade unterhalb Mühren, wo es der Wert ist, ein bisschen näher angeschaut zu werden. Der Name Alpengruß Fruttigen ist seit vielen Jahrzehnten nicht nur ein Begriff für lüpfige Örgeli-Melodien, sondern auch für bodenständige, urchige Ländlermusik. Diese lüpfige schottische Melodie, liebe Zuschauer, die hat sich der Innerschweizer Ländlerkomponist und Altmeister Casimir Geisser einfallen lassen. Das Stückchen heisst Urner Bödeler, aber wir sind ja da nicht im Urner Boden oben, sondern wir sind immer noch in der Umgebung von Mühren und möchten Ihnen jetzt weitere Volksmusikanten aus dem Berngebiet vorstellen. Im Gegensatz zum Lorenz Giovanelli, der zu der älteren Generation gehört und seit vielen Jahrzehnten mit seinen Örgeln die Leute erfreut, gehört der nächste Volksmusikant, den ich Ihnen vorstellen möchte, zu der jüngeren Generation. Es ist der Hausi Straub aus Biel.
Er tut auch Schweizer Örgeli spielen, tut Akkordeon spielen und daneben eigene Stückchen schreiben. Zwei davon, nämlich die beiden Schottisch am Schwing- und Alplerfest und Hunsberger Blut, werden wir jetzt dann gerade kennenlernen. Sie erinnern uns daran, dass im 69 das Schwing- und Alplerfest in Biel durchgeführt worden ist. Und aus Biel kommt auch das Jodeldwett, das zwischen ihnen ein Lied zum Besten bringt. Es ist Heidi und der Ernst Sommer. Und sie bringen uns ein Lied, das der Ernst Sommer geschrieben hat, nach einem Text von Beat Jäcki mit dem Titel «Sie täupeln zusammen». Vorher aber einen rassigen Auftakt mit dem Handorgelduett Straub Ruchti. Übrigens, wir sind hier im Wiesental hin, wo auch zum Hören unserem heutigen Standort gehört. Und wenn der Lärm hier vorbei ist, wird es wieder etwas zu hören geben. Your love.
schiebt's um, der Käufer ist weg. Und alle Buren werden ab. Und das Vreni, es hängt an Hans in den Zweck. Und alle Buren werden ab. Es büschelet Mühli, der Hans wehrt sie nicht. Im Friede es Mönchi ist besser als geht. Ja, la-di-la, la-di-la, Unterdessen sind der Hause Straub und der Ernst Ruchti auf der Almendhubel durch und haben das Akkordeon mit den Schweizer Örgeln vertauscht. Diesen Musikanten aus Nidau und Krattigen ist die Reihe jetzt an Stadtberner, und zwar an einer Kapelle, die seit Jahrzehnten einen guten Namen hat. Es ist die Länderkapelle Gebrüder Pulver und sie spielt diesen Walzer von Fritz Berger «Weg mit den Sorgen». Trotzdem auch das Wetter, das immer trüber wird, wirklich langsam könnte Sorgen machen.
Wetter wird immer grusiger. Aber wer ein wehrhafter Jodler ist, lässt sich durch ein bisschen Kälte, Wind und Schnee nicht abhalten, gleich einen Naturjutz zum Besten zu geben. Der Jodlerclub Interlaken hat den Gemmen-Alper-Zweig gemacht. Und das Bethli Schneider soll Gleitung anstimmen, bevor es noch älter wird. Yeah.
und nach dem Schottisch-Oktoberfest in Gampelen von Willi Scherler wollen wir die Musikanten von der Ländlerkapelle Gebrüder Pulver aus Bern nicht mehr länger an der Kälte schaudern. Das Handorgel-Wett-Tänzer Sever aus Wimmis hat es dadurch gebiger. Thank you.
Lautsprecher in die Kachelibar durch. Zu den Länderkapellen Alpengruss gehen wir jetzt wieder zurück ins Arfenstübli zum Handorgelduett Tänzer Sever. Und jetzt möchten wir Ihnen wieder andere Berner Volksmusikanten vorstellen, und zwar das Emmentaler Mühlorgelquartett Lützelflüh. Sie spielen uns zuerst einen Polka und nachher einen Schottisch. Und zwischen ihnen sehen wir dann nochmals Handorgelduett Straubruchti mit dem Heidi Sommer als Jodleri und mit dem einzigen Einheimischen, der in dieser Sendung mitmacht, mit dem Fahnenschwinger Ernst von Almen. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir für diesen Zweck wieder ein bisschen vorausgehen, und zwar auf den Almenhubel rauf in die Nähe vom Bobrenn. Stück hat der Polka geheissen und im gleichen Takt ist auch die Biarino-Abfahrt. Musik.
Nageli-Quartett Emmental aus Lützelflüe im Bernbiet verabschiedet sich mit einem Schottisch vom Bündner Luzi Brüsch auf der Alm. Ja, liebe Zuschauer, als Abschluss von dieser Mürrener-Sendung, da möchten wir Ihnen auch etwas Besonderes bieten, und zwar einen Abstecher auf das Schildhorn rauf. Das Schildhorn erreicht man mit einer Luftseilbahn. Sie sehen da hinten eine Kabine, die hat heute nicht ganz rauffahren können. Denn im Hochwinter hat es da oben dieser Weg viel Schnee, dass man manchmal nicht kann bis in die Station einfahren kann. Es sind jetzt 2 Tage vor Frühlingsanfang, aber da oben ist es noch wie mitten im Winter. Der Schluss unserer Sendung macht die Familie Capella Abbey aus Affoltern im Emmental. Wir haben die Musikanten einstweilen nach unten gelassen und lassen sie dort unten eins aufspielen. Unterdessen wird da oben fleissig geschaufelt, dass die Musikanten dann doch auch noch da hochkommen können.
Unterdessen ist man auf dem Schildhorn oben nicht untätig geblieben. Eine Gruppe von zähen, wetterfesten Bahnarbeitern ist mit Wickeln und Schaufeln unterwegs zu der Bergstation. Was ihnen bevorsteht, ist alles andere als ein Schleck. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass die harten Bursten der Schneemasse da oben zu Leib rücken. Die Bergstation mit ihrem supermodernen Drehrestaurant liegt auf einer Höhe von 2970 Metern. Die Schildhornbahn, die seit dem 67 hier rauffährt, ist fast 7 km lang und überwindet eine Höhendifferenz von 2103 Metern. Das Aussteigen ist normalerweise bequem, aber heute muss man entweder unten zur Kabine aus oder von der Tür aus einen gewaltigen Gump in meterhöhen Schnee rauswagen. Der ist zwar weich, aber heimtückisch. Und die stundenlange Raumerei bei grimmiger Kälte und im eisigen Sturm ist eine grausam harte und dazu erst noch gefährliche Schwerarbeit. Was? Ja, da können wir nicht. Das ist das, da geluftet, da Schnee. Da kommt ich so gewächt da unten an, weisst unter dem Hotel an, hat er nachher gerade so mit Sachen. Was kommt da nieder? Why the fuck isn't Max up here? Sie haben gesehen, die Leute von der Schildhornbahn haben sich alle Mühe gegeben, um unsere Fernsehequipen und auch Familie Capellanebbi aus Affoltern im Emmental trotzdem noch auf den Piz Gloria, das heisst auf das Schildhorn, aufzubringen. Wir möchten diesen wackeren Männern herzlich danken und uns jetzt mit Musik revanchieren. Und zwar mit einem Kreuzpolka von Jakob Ebi Senior mit dem Titel «Ein neuer Alter». Thank you.
Das Restaurant, liebe Zuschauer, wo wir jetzt gerade zu Gast sind, ist sicher vielen von Ihnen nicht ganz unbekannt. Denn in diesem Lokal auf dem Piz Gloria, auf dem Schildhorn oben, da sind ja auch drei Arbeiten gemacht worden für den James-Bond-Film im Dienste seiner Majestät. Und was für den James Bond recht ist, ist für uns billig. Nun, wir haben Ihnen noch einen Schlussmarsch bieten von der Ländlerkapelle Abbey, aber Sie werden sicher begreifen, dass wir die Musikanten bei diesem Schnee, bei diesem Wind, bei dieser Kälte nicht gut voraushetzen können. Ich möchte mich schon jetzt von Ihnen verabschieden. Ich beneide Sie ein bisschen, dass Sie in der warmen Stube sitzen können und gebe jetzt den Bildschirm frei für einen Schlussmarsch. Und dazu zeigen wir Ihnen Bilder, die wir vor ein paar Tagen hier oben aufgenommen haben und die Ihnen, liebe Zuschauer, zeigen, wie schön das die Aussicht und das Panorama auf dem Schildhorn oben ist, bei schönem Wetter.